Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Clever TV. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ralf Gösser ist bei mir hier und wir haben richtig Glück. Die Jungs aus dem Werk, die sind hier in geballter Kraft bei uns aufgeschlagen in Schwelm und haben uns mal ein paar Neuheiten mitgebracht. Und da bin ich total happy. Und Ralf, welche Autos hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich muss jetzt einmal eingrätschen. Ich bin ja schon die ganze Woche unterwegs, habe den Heribert auch immer in meinen YouTubes Sets und auch mit reingebracht. Kurz erwähnt. Oh, kurz erwähnt, weil er ist mein Vorbild. Ah. Und jetzt kommen wir zu den Autos. Mitgebracht haben wir unser Brot- und Butterautos, ja, die du ja auch sehr gut verkaufst. Das wäre drüben einmal der Tour, den er gleich. Das ist der rote, den gucken wir uns gleich mal an. Genau. Dann haben wir den Celebration mitgebracht. Das, komm, wir gehen mal ins Bild, dann sehen uns die Leute besser. Das ist der Celebration. Das ist der Celebration. Der wird ja über 800 Mal in Europa verkauft. Das ist doch der erfolgreichste 6 Meter Kasten. Nein, wir sind die Nummer 3, aber in der Pössl Group zusammen ist es der drittbeste, auch in Europa der drittbeste Verkauf. Man muss ehrlich, immer ehrlich bleiben. Ja, aber auf jeden Fall ist es der mit der besten Sitzbank und den besten Scharnieren und dem besten Holz und der besten Isolierung. Das darf ich nicht sagen, das muss der Heribert immer sagen. Ist einfach so. Ja, ist einfach so. Ne? Auch wenn wir da Nummer 3 sind, in der Qualität sind wir also mindestens die Nummer 1. Man muss immer das Verhältnis sehen zu den Produktionen. Wenn man die Produktion sieht, sind wir natürlich mit diesem Fahrzeug in Europa Nummer 1. Okay, dann es ist ja, nehmen wir das Verhältnis, ist ja ein anderes Verhältnis, wenn einer 5000 baut und 1000 baut und wir bauen 2800, haben wir ja ein anderes Verhältnis. Also sagen wir mal, vom Verhältnis her sind wir auf jeden Fall auch da die Nummer 1. Ja, genau. Ja, und dann haben wir aber noch die Nummer 3 im Bunde. Ja, das ist der Runner, den wird er nachher dann auch nochmal speziell vom Heribert vorgestellt werden. Da haben wir mal ein bisschen so die Zukunft von Clever vielleicht die nächsten Jahre mit reingespielt, mal was Neues gemacht und ich sag, wir waren ja auch bei deinen Händlerkollegen die ganze Woche unterwegs und sie haben praktisch alle Fahrzeuge so umgestellt, die Runner. Ja, also man kann ja sagen, wir haben ja heute richtig Glück, dass der Vater des Gedankens, so sage ich das ja immer, der Ralf hört das nicht gerne, aber grundsätzlich muss man immer sagen, das ist glaube ich so, du wirst nachts um 2:30 wirst du wach und denkst, Menschenskinder, das ist doch eine coole Idee, das wollen wir umsetzen. Gut, ich möchte jetzt mal den Ball auch ein bisschen weiterspielen, ist auch Gedanke dieses Profil von Tibor gewesen. Ich habe ein Alu-Profil mal mitgebracht, damit habe ich ein bisschen gespielt und ich glaube, beim Tibor ist dann der Gedanke mal umgesprungen und ist dann einfach, wir haben das eigentlich schon ein Jahr fertig, gesagt, du, guck mal, ich habe mal deinen Gedanken ein bisschen weitergespielt, können wir das Werkzeug so machen und so muss ich auch den Tibor mitnehmen. Es ist nicht immer alles auf meinem Mist gewachsen. Ja, das ist der Ralf, ne? Also nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, also total wir, super. Wir sind da schon ein Kollektiv, wie wir in der VEB-Kombinat Tosek sagen in Ungarn. Es gibt ja noch einen sozialistischen Hintergrund in Ungarn. Ja, cool. Ja. Aber also für die Leute, die vielleicht noch nicht wissen, der Tibor, der hat ja praktisch die Werksleitung in Ungarn. Ja, er ist ja auch, ihm gehört ja auch die Firma so gesehen. Das ist Werk. Ja Todeschfiei, ne? Aber so gesehen, sage ich mal, darf ich mitspielen in der ganzen Geschichte und wir haben es ja auch zusammen aufgebaut. Genau. Ja gut, okay Ralf, also ich hatte eben schon mal Glück, der Ralf hat natürlich gesagt, hör mal, du kannst hier jetzt nicht direkt filmen, ich muss ja erstmal zeigen, was es Neues gibt. Und ich muss wirklich sagen, richtig super, willst du mit mir zusammen gucken oder soll ich mal so mit den Leuten so... Also ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen ausklinken aus dem Heribert TV, aus dem Clever TV, weil ich habe es ihm erklärt. Ja, ich hoffe, ich habe alles behalten, Zuschauerinnen und Zuschauer, wahrscheinlich, ja. Und dann kann ich ja mal im Hintergrund mitschauen, ob er was vergessen hat. Ja. Er macht ja auch immer auf dem Messen mal einen Schwenk des Vaters des Gedankens hinter mir her. Und jetzt schauen wir dann einfach mal die Modelle mit dem Heribert an. Super, Ralf, vielen Dank und vielleicht bis gleich. So, also liebe Zuschauer und Zuschauer, ich bin, also das ist ja schon eine Seltenheit, wenn man wirklich mal den Chef so persönlich hier im Laden hat. Und ich muss ja gestehen, ich habe ja ein bisschen aufgeräumt, ne, gestern und heute. Wir haben mal so ein paar Blumen nach links und rechts gerückt, und um bestes Bild zu machen. Ne.
Ja, also, die Fahrzeuge, die Sie jetzt sehen, die haben jetzt schon einige tausend Kilometer gelaufen und der Florian oder auch der Christopher, die sind ja mit den Fahrzeugen schon die ganze Woche unterwegs und deswegen in diesen Autos wird wirklich gelebt und die Autos sind jetzt auf Leib und Seele getestet worden sozusagen und wir fangen mal mit dem roten Blitz da vorne an, das ist ja der Tour 540. Und das ist ja eins der ersten Modelle, die von Clever auch auf den Markt gekommen sind oder ist. Und das ist also ein 5,40 Meter Fahrzeug, also sehr schön kompakt. Und bevor wir uns die inneren Werte des Fahrzeugs anschauen, gehen wir einmal ums Auto drumherum, würde ich vorschlagen. Also wenn Sie den kriegen, ist der natürlich sauber. Das ist schon klar. Ne? Also wir schauen mal hier, das ist Tiziano Rosso, also rot wie die Liebe. Und dieses Fahrzeug gehört also zu den Sondermodellen. In diesem Modelljahr haben wir ja insgesamt 5 Sondermodelle, die immer auf der gleichen Struktur der Ausstattung basieren. Und der Tour 540 bietet den Einstieg. Und die schicken Alufelgen hier mit 16 Zoll, die gehören also auch zur Serienausstattung. Und ich finde besonders schön, dass die zweifarbig sind und dadurch bekommt das Auto auch einen ganz tollen Charakter. Gerade das Schwarz findet sich dann in den Spiegelelementen wieder oder auch in den serienmäßigen Seitzrahmenfenstern rundum, auch hinten. Und diese Seitzrahmenfenster sind ja ein besonderes Qualitätsmerkmal und eine Selbstverständlichkeit bei jedem Clever Reisemobil. Genauso wie diese wunderbare Fliegenschutztüre hier. Das ist also ganz praktisch, wenn Sie also zum Beispiel abends mal sagen, Mensch, jetzt lüften wir nochmal ordentlich durch. Kleiner Tipp, machen Sie alle Fenster auf, richtig auf, sprühen Sie das Auto mal ordentlich mit Paral aus, machen Sie alle Fliegenschutztüren zu und wenn Sie dann abends ins Bett gehen, haben Sie frische Luft und keine Mücken. Ne? Sonst tagsüber kann man natürlich auch sehr schön zumachen. Elektrische Trittstufe hier. Von Thule gehört auch mit zur Serienausstattung wie bei allen Sondermodellen von Clever und die ist sogar zündungsgesteuert und wenn Sie dann die Zündung anmachen, fällt die Trittstufe rein, meistens, eigentlich immer, aber ich empfehle trotzdem, gucken Sie noch mal eben in den Außenspiegel, damit auch die Fahrt richtig losgehen kann, aber ist zündungsgesteuert und ist eine super Sache. Dann haben wir ja eine ganz tolle Ausstattung, nämlich die elektrische Zuziehhilfe für die Schiebetüre mit Flüsterschließung. Das ist auch prima, weil für die Damen und Herren, die also schon Clever TV schon das ein oder andere Mal geschaut haben, ist eben eine schöne Sache. Sie müssen die Tür nicht so zurucken und Flüsterschließung gehört auch zur Serienausstattung. Gehen wir mal weiter nach hinten. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen Sie schon die erste Neuheit. Ich würde sagen, auch wenn das jetzt die ersten Modelle sind, Weltneuheit bei Clever, nämlich die Vollverblendungen der Heckflügeltüren. Die sind also jetzt aus einem Stück geformt. Und wenn ich den Ralf eben richtig verstanden habe, haben die sogar noch eine Isolierung hinter der Verkleidung, so dass sie also optimale Wintereigenschaften auch haben. Normalerweise, wenn die Heckflügeltüren nur zweiteilig verkleidet sind, gibt es immer irgendwo noch mal eine Kältebrücke an den Karosserieteilen. Aber in dem Fall ist es also so, dass die Verkleidungen durchgängig sind. Auf der Seite hier noch mit einer Serviceöffnung für die Türmechanik. Und auf der anderen Seite haben wir dann zwei coole Ablagen, um kleine Utensilien unterzubringen, zum Beispiel diese graue Platte hier. Und ich halte die mal hier so dran. Und es wird also so sein, dass in der letztendlichen Serienversion dieser Grauton hier dann den Einsatz findet. Packe ich es mal wieder hier rein. Und dann schauen wir mal, was es sonst noch Neues gibt. Und zwar ein besonderes Highlight sind die neuen Seitenverkleidungen hier von Clever. Die sind also jetzt geschäumt und in einem Grauton. Und dadurch, dass sie geschäumt und stoffbezogen sind, noch mehr Wohlfühlklima, noch mehr Wohlfühlcharakter haben und das auch besonders schick und edel aussieht. Papa, ich gehe einmal ganz nah kurz dran. Ja, geh mal dran. Damit die Leute das wirklich sehen von der Struktur. Kann man das sehen? Gucken Sie mal hier. Ne, ja, das ist also hier, ich drück mal so ein bisschen, siehst du? Ja, gibt so ein bisschen auch nach. Gibt so ein bisschen nach.
Schön, dann ist es auch ein wohnlicheres Gefühl, ist das nicht so hart, ne? Ja, ganz genau, gerade ja. Wenn sie so im Bett liegen, ist ja schöner, wenn es wohnlich ist. Ansonsten haben wir auch eine Neuheit, und zwar hier oben die Unterkanäle der Oberschränke, die haben jetzt auch diese gebürstete Aluminiumoptik und sind dadurch eben auch besonders schick und edel. Ach, da gehe ich noch mal. Kannst du das, hast du da drauf? Ja, hier oben in der Ecke vom Display, da sieht man ganz so ein bisschen gut Struktur. Die Optik, ja. Ja. Also, wenn Sie sich das mal live bei uns angucken im Ausstellungsraum. Ja, kommst du einfach mal in die Nordstraße 19. Also, es sieht aus wie gebürstetes Aluminium. Es ist sehr schick. Ja, und das Polster ist auch anders, ne? Ja. Das ist jetzt auch in einem Grauton und ist sehr frisch und freundlich. Insgesamt haben wir jetzt hier bei diesem Fahrzeug die Kombination mit dem Birkeholz, welches ja als Wahloption ab sofort für alle Modelle der Clever Modellreihen zur Verfügung steht. Ja, sollen wir mal hier weitergehen, Leo? Ja, klar. Ich gehe mal vor und ich mache einfach mal die Türe jetzt auf und dann gehen wir mal rein. Ansonsten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist ziemlich vieles ähnlich vom Grundriss her. Da hat Clever also gesagt, okay, das ist jetzt alles super erfolgreich, da wollen wir nichts dran ändern. Wir machen Detailverbesserungen und da wäre zum Beispiel der neue Fußboden ein Thema. Der ist jetzt in dieser Steinoptik. Und dadurch eben auch wesentlich unempfindlicher. Neben der Steinoptik ist es eben auch so, dass das Material etwas anders von der Beschaffenheit ist und in dem Grauton natürlich wunderschön auch zu den neuen Verkleidungen harmoniert. So, dann gehen wir mal rein. Und guck mal, hier steht noch ein Koffer drin. Also es ist ja wirklich so, der Florian und der Christopher, die sind ja auch mit an Bord. Und die sind ja schon die ganze Woche unterwegs und tatsächlich wirklich Dauertest hier bei Clever. Und ja, die haben also ihre Klamotten jetzt hier drin. Ich packe den mal so ein bisschen vor, ob der Leo dann hier sich hier durchzwängen kann. Da sehen Sie, selbst, selbst mit Koffer geht das. Ne? Also, Neuheit. Weltneuheit ist also auch die Lamellentür fürs Badezimmer jetzt beim Tour 540. Die ist also so ausgeführt. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache, weil durch diese Lamellentüre haben sie also hier insgesamt noch 4,5 cm mehr Spiel oder mehr Freiheit, weil normalerweise sitzt die Tür ja davor, jetzt sitzt sie dahinter und die fährt dann, kannst du das mal filmen? Mit der Schiene hier unten, meinst du? Ja, nee, hier oben, da wo die hinfährt. Ach so, da, ja. Das ist ja wichtig jetzt, ne? Guck mal, die fährt dann da so rein. Ne? So ja, ist in der Schiene. Ne? Ja, ja, klar, die muss ja unten geführt werden. Genau. Der wäre dann hier. Ne? Da ist ja die Schiene. Und da sind die Abläufe. Und der Dreck ist nicht von uns. Der ist von dem, ich glaube, den hat der Florian gefahren. Das ist bestimmt von dem Florian. So, ansonsten, Leo, wir haben ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, von dem Tour 540 auch noch das ein oder andere Video online. Und es ist also auch so, dass wir, auch wenn die Fahrzeuge dann zu uns kommen, nochmal ein umfangreiches Video drehen. Uns ging es jetzt in erster Linie darum, Ihnen mal die Neuheiten zu zeigen. Und das haben wir ja jetzt schon mal bei dem Fahrzeug hier getan. Hier haben wir natürlich auch diese Kanäle jetzt in der gebürsteten Alu-Optik hier. Und die Verkleidung ums Fenster herum, die sind jetzt noch nicht in der endgültigen Farbe. Die werden dann auch in dem Grauton sein, wie die Verkleidungen hinten. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt der Tour 540 und die Ausstattungsmerkmale, die sehr umfangreiche Serienausstattung, die ist ja bei allen Sondermodellen so. Und jetzt gehen wir nochmal zu den anderen. Also wir machen jetzt so einen durchgängigen Film und schauen uns dann da die strukturellen Veränderungen an. Hier haben wir noch eine neue Leiste, da wolltest eine neue Beleuchtungsleiste, ne? Die wolltest du noch zeigen. Ja, genau. Alles klar, ne? Da hat der Leonard hat mich darauf hingewiesen gerade. So, dann würde ich sagen, raus. Gehe ich mal raus, genau. Genau, wir haben noch was vergessen. Und zwar haben wir noch vergessen, kurz den neuen Boden zu zeigen, hinten. Wir haben ja auch bei den ganzen Modellen in Zukunft hinten den Gepäckraum nicht mehr mit dem doppelten Boden, sondern mit dem abgesenkten. Das war aber auch letztes Jahr schon passiert. Ja, aber ich habe jetzt vom Ralf gehört, das soll jetzt auch beim Runner so sein. Außer bei dem mit dem Hochbett. Okay. Den wir ja auch hier haben. Ja. So, dann gucken wir uns mal den Celebration an. Ja, und hier sind die ganzen Plüschtüre drin. 45 Stück. Da sind alles die Clever-Papageien drin. Celebration, gleiche Geschichte. Also auch wieder hier hinten
die neuen Verkleidungen in dem Grau, auch geschäumt. Wirklich sehr schön bis in die Ecken eingearbeitet. Also da sehen Sie hier wirklich, dass sehr viel Liebe zum Detail, die hier stattgefunden hat. Auch da dann die neuen Verkleidungen, die durchgängigen. Hier nochmal der Grauton, den nehmen wir jetzt mit nach vorne. Also das ist dann auch wirklich noch freundlicher. Und beim Celebration gehen wir mal hier in den Bereich hier vorne rein. Ich gehe nochmal vor. Ne? Also auch wieder Vollausstattung. Ne? Habe ich ja eben schon ein paar Sachen gesagt. Also Fahrerhaus, Klimaanlage haben alle, elektrische Spiegel haben alle, LED-Tagverlicht haben alle, Radiovorbereitungen haben alle. Also wirklich Komplettausstattung bei Clever, all inklusiv bei unseren Sondermodellen. Ja, gehen wir hier beim Celebration nochmal rein. Und es ist also so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch hier gibt es was zu filmen, was es also bisher nicht gab. Nämlich hier oben dieses Dachfenster können Sie jetzt in Zukunft auch hinten haben. Ja, und wir haben ja diese indirekte Beleuchtung. Ich gucke mal, ob ich sie irgendwie ankriege. Wo ist der Knopf? Gucken wir mal. Da. Ne, da haben wir diese indirekte Beleuchtung hier rundum und die Spots. Das ist also in Verbindung mit dem Skyroof möglich, welches ja eine Wahloption ist, ist dieses Jahr getrennt. Das Skyroof ist eben günstiger geworden, kostet nicht mehr 1800, sondern 1600 Euro. Und Sie können ergänzend zum Skyroof dann dieses Panorama-Element hier haben mit der indirekten Beleuchtung. Und im neuen Modelljahr 2021 auch für die Dachhaube hinten, ne? Also auch für alle Modelle möglich. So, ich glaube, hier gucken wir mal ins Badezimmer, weil da gibt es auch was Neues. Ja, genau, da war nämlich hier bei dem. Und zwar, lass mich mal rein. So, dann kann ich nämlich den Leuten das besser zeigen. Gucken Sie mal, ist das nicht schön schwarz hier? Also wir setzen jetzt bei Clever einen ganz tollen Farbakzent hier mit diesem neuen Modul. Und das ist eben prima geeignet, um ein Cremchen, so eine Anti-Aging-Creme oder sowas hier schön unterzubringen. Zahnputzbecher, ja. Ich könnte ja auch eine gute Anti-Aging-Cream vertragen, sagt meine Frau immer zu mir. Aber Herr Redakt, du musst dich immer schön eincremen, da ich lange was von dir habe, dass du immer gut aussiehst. Ja, aber es geht dann manchmal so ein bisschen unter. Aber hier in Zukunft, ne, also ich werde es bei meinem Runner nachrüsten, dann werde ich die Anti-Aging-Cream da dann unterbringen. Ansonsten alle möglichen Gegenstände und vor allem, das ist so konstruiert, dass das Wasser auch abläuft. Ne? Das ist ganz leicht angeschrägt. Und wir haben also hier immer noch so viel Luft dazwischen, dass, kriegst du das drauf? Ja. Guck mal, hier siehst du meinen Finger so ein bisschen, ne? Ja, nach ganz genau. Unten. Wir müssen auf die untere Leiste gucken. Ne? Nicht also nur dahin müssen Sie genau, gucken, liebe Zuschauer, dahin. Ja, sehen Sie meinen Finger? Genau. Da läuft dann das Wasser praktisch drunter ab und dann an der Stelle auch. Und ich würde dann jetzt mal eins machen. Ich würde jetzt gleich noch mal kurz versuchen, den Ralf zu erwischen und dann frage ich den einfach mal, was das denn als Ersatzteil kostet. Und dann würde ich Ihnen vielleicht empfehlen, rufen Sie uns an und vielleicht können Sie das bei Ihrem bisherigen Clever nachrüsten. Ist da der Ralf? Nee. Ja, also könnte man ja vielleicht überlegen, ne? Wenn Sie jetzt schon einen haben, den Sie sich letztes Jahr gekauft haben, vielleicht nachrüsten. Könnte eine gute Idee sein. Ansonsten für alle, die sich jetzt einen kaufen, haben Sie ein ganz tolles Ablageelement. Ja, die Lamellentür ist hier auch nach wie vor eins der Options-Highlights, was Sie dazu bestellen können und wäre also auf jeden Fall eine tolle oder dringende Empfehlung von mir, weil dadurch haben Sie wirklich mehr Urlaubsqualität. Papa, bevor wir rausgehen, sollen wir nochmal den Heckschrank hier hinten filmen, weil ich glaube, den haben wir beim Celebration so noch gar nicht in einem unserer Videos gehabt. Ja, da gehe ich aber mal aufs Bett drauf hier. Also die Liegefläche ist unverändert groß, 1,40 m x 1,94 m. Und ja, der Heckschrank hier ist natürlich wirklich cool, ne? Der hat ja auch Push-Open, ne, rechts und links. Und dadurch können Sie eben Stauraum erweitern. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, weil man hat ja schon so viel erzählt, dass wir ja gerne einen trinken, das wissen Sie ja schon. Aber, also bei meiner Frau und mir ist so, jeder hat eine Seite, linke Seite, rechte Seite, ne, für Klamotten. Und dann gibt es ja den Schrank, den haben wir auch. Da haben wir dann zum Beispiel Dinge drin, die uns beide angehen. Ich sag mal zum Beispiel Handtücher oder Medikamente oder eine Decke. Und gerade wenn Sie vorne das Skyroof wählen,
ist eben dieses dieser zusätzliche Stauraum eine ganz tolle Sache. Da haben sie dann alle Möglichkeiten, auch wirklich alles mitzunehmen. Da bin ich richtig froh, dass der Leo zu mir gesagt hat, hör mal, da müssen wir dran denken. Ansonsten hier der Twin-Shower, das ist ja auch immer wieder ein Highlight. Guck mal hier, 1,5 Liter Flaschen, kann man schön drin kühlen. Wenn ich das richtig sehe, passen da 12 Stück rein. Jo, sollte oder mindestens 8. Ich würde sagen 8 auf jeden oder 9. Ich hatte letztens einen Kunden, der wollte ein kleines Fässchen Bier mitnehmen. Ein Fässchen Bier? Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Das war auch. Das bestimmt. Ja, also das war jetzt eigentlich das, was wir vom Celebration berichten wollten. Und ich wollte Ihnen jetzt nochmal hier diesen Grauton hier ranhalten, damit Sie auch den Farbunterschied sehen. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video wirklich rauskommt. Also wir haben ja hier mehr so einen Ton, der so ein bisschen dunkler ist. Und das wird aber alles in diesem hellen, freundlichen Grau dann. Halt den Ton nochmal an die Tischplatte dran, Papa. Weil, mal in den Schatten noch. Da sieht man, das fängt sich sehr, sehr schön hier wieder. Ach so, die mit dieser Marmorierung hier, ne? Ja, auch von der Tonart ist sehr, sehr ähnlich. Schön Ton in Ton und passt auch toll hier oben zu den neuen Strukturen, diesem Alu-Design hier oben in dem Ding. Schön. Ja. Okay, das war der Celebration 2021 mit den Vorabinformationen. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal zum Runner. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie diesen Runner sehen, dann sagen Sie, das ist ein Traum. Und diesen Traum, den können Sie von dem Interieur auch bei den anderen Modellen umsetzen. Und Sie werden jetzt ein ganz neues Designerlebnis feststellen, wenn wir in dieses Auto gehen. Und fangen wir hinten an oder wir gehen vorne rum rein. Ich denke, das ist wirklich ein absolutes Highlight. Geh mal kommen wir hier mal außen rum. Genau. Wirklich sehr schön. Ja, wir haben jetzt Glück. Heute scheint die Sonne. Ja? Richtig warm. Könnt richtig warm. Sein. Was haben wir? Ich schätze 26 Grad. Ich habe heute unter den Ring 23. Ja, 23. So, wir sind angekommen und hier sehen Sie jetzt auch mal eine andere Möbeldekorfarbe. Wir haben hier Eiche Tindari. Und Eiche Tindari ist natürlich sowieso immer schon ein bisschen exklusiver gewesen von der Farbe. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen uns die neuen Designklappen der Oberschränke an. Schauen Sie sich das mal an, liebe Zuschauer und Zuschauer. Also wir haben jetzt hier wirklich eine ganz, ganz fantastische Farbgebung mit dem weiß mattierten. Und das geht dann hier über in das Anthrazitfarbene, spiegelt sich hier oben wieder und in Kombination mit dem Interieur ist das wirklich ein ganz anderes optisches Empfinden, was Sie hier haben. Die Schränke sind also, hören Sie mal, ich bin jetzt wirklich froh, weil Sie können sich erinnern, wenn Sie mal sich zurückerinnern, ich habe immer gesagt, Clever macht die Schrauben mit insgesamt 16 oder die Klappen mit 16 Schrauben fest. Ne? Das habe ich ja immer gepredigt und ich habe ja gedacht, es geht nicht mehr. Ich habe echt gedacht, es geht mehr. Ich hätte es nie gedacht, aber es geht mehr. Leonard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Und so mal, ist doch der Hammer, oder? Jetzt sind wir tatsächlich bei den Oberschrankklappen mit einer Befestigung von 24 Schrauben und das spricht dann wieder für die besonders langlebige Qualität, die Sie mit einem Clever Reisemobil haben. Mehr geht nicht. Ne? Also 24 Schrauben, unfassbar. Gucken Sie mal, schön, ne? Ist dann hier ein ganz toller Abschluss, ist hier nach unten abgerundet und wirklich optisch sehr, sehr schön. Durch diese Abrundung verdecken sich auch die Lichtelemente und die Designlinie, wenn man von oben so filmt, ist also komplett ungebrochen und wirklich besonders attraktiv von der Formgebung. Ja, also das ist natürlich, also ich finde das absolute Highlight und dadurch bekommt das Fahrzeug einen ganz anderen Charakter. Wir tauschen jetzt mal den Platz. So, wunderbar. Und wir gehen mal nach hinten. Also hier ist das Spannbetttuch drauf, wie Sie sehen. Weil die sind ja hier mit unterwegs gewesen. Ne? Aber Sie sehen auch hier jetzt wieder diese wunderschönen neuen Designklappen. Und also ich finde es toll. Die gibt es übrigens in drei Farben. Also die haben wir in diesem Anthrazit. Dann gibt es die Designklappen in Cappuccino
Und dann gibt es die Designklappen in so einem Grauton. Also auch wirklich sehr, sehr schön. Die fassen sich auch gut an, ne? Ja, ist sehr angenehm. Ja. Also ich muss sagen, wirklich. Die haben auch so eine leichte Textur hier noch drauf. Ich habe es gerade schon mal versucht zu filmen. Ja, man kann es hören. Genau. Ne, also das ist so eine Strukturierung, die wir da haben und wirklich angenehm. Ja, und dann können Sie es dann eben auch noch in so einem Grauton haben. Das hängt dann natürlich immer so ein bisschen davon ab, welche Interieurfarbe Sie dann letzten Endes wählen. Und mit dem Grauton setzen dann wieder einen anderen Designschwerpunkt oder in Cappuccino. Das ist dann natürlich besonders schön, also auch bei dem Eiche Sonoma oder natürlich auch beim Eiche Tindare. Ja. Das ist ein Highlight, oder? Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Und ich freue mich auch, wenn die ersten Fahrzeuge dann wirklich bei uns stehen und Sie sich die Autos bei uns anschauen können. Hier in der Nordstraße 19 in Schwelm, 58332. Und Sie können aber auch schon mal so ein bisschen auf unserer Website schauen. Wir haben also dieses Bild hier direkt als Startbild, wo also hier diese tolle Design-Applikation zu sehen ist unter www.clever-reisemobile.com und da können Sie sich schon mal alles anschauen. Ansonsten rufen Sie uns an, Telefon Hotline 0171 111 6653. Da können wir einfach einen Termin machen und dann können wir Ihren Traum Clever konfigurieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Clever TV oder und dem Autohaus Büsken in Schwelm. Tschüss!